Randstad ist der weltweit führende Personaldienstleister. Und auch in Deutschland sind wir Marktführer. Wir bieten unseren Kunden unterschiedlichster Branchen vielfältige Personalservice-Konzepte, nicht nur Zeitarbeit. Zur Randstad-Gruppe gehören mehrere Tochterunternehmen. Im Rahmen des Project One zentralisieren wir die Backoffice-Abteilungen der Marken Randstad, Gulp und Tempo-Team. Und gemeinsam mit unserer Konzernschwester Monster sind wir im Juni in dieses neue Headquarter gezogen. Als Personalvermittler müssen wir unseren Kunden personalflexibel bereitstellen. Und genauso flexibel müssen wir in unseren Arbeitsbedingungen sein. Hier haben wir besonderen Augenmerk auf den New Way of Work und mobiles Arbeiten gelegt und haben dafür eine Drucklösung gesucht. Wir hatten die Herausforderung, in diesem Gebäude das Desk-Sharing-Konzept mit einer Follow-Me-Print-Lösung zu unterstützen. Das bedeutet, wir alle haben keinen festen Arbeitsplatz mehr. Wir sitzen heute hier und morgen dort und müssen trotzdem immer einen Drucker haben, auf den wir ausdrucken können. Viele unserer Dokumente beinhalten personenbezogene Daten, zum Beispiel auf einem Arbeitsvertrag. Die sollten natürlich nicht offensichtlich in jedem Drucker liegen. Deswegen Follow-Me-Print. Follow-Me-Print bedeutet, ich drucke auf einen generischen Drucker. Der schickt die Daten in die Cloud. Und danach gehe ich an einen beliebigen Drucker im Unternehmen, der kann hier im Gebäude sein oder auch in einer Niederlassung, melde mich dort an und kriege meine persönlichen Drucke. Bei der Auswahl der Lösung war für uns auch Funktionen wie Mail-to-Fax, Scan-to-Mail, Kopieren oder auch Drucken über eine Zugangskarte sehr, sehr wichtig. Zudem sitzen wir bei Randstad auf den Google Workspace. Deshalb war uns eine Integration und eine Anbindung, eine Schnittstelle an den Google Workspace sehr wichtig. Dies uns ermöglicht uns Single Sign-On, gemeinsame Anmeldung von Google an der Drucklösung und damit ein Scannen direkt in Google Drive. Die Nutzung der Google-Anmeldedaten erleichtert uns die Administration enorm und erhöht zugleich die Sicherheit. Im Vorfeld haben wir mit der Drucklösung ein Proof of Concept durchgeführt und sämtliche Funktionen wie Cloud-Fax oder auch Scan-to-Mail, Scan-to-G-Drive etc. alle ausgiebigst getestet. Insbesondere aus IT-Sicht ist es sehr von Vorteil, keine eigene Druckinfrastruktur zu betreiben. Alle Services laufen im Konica Minolta Rechenzentrum und wir müssen uns darum nicht kümmern. Beim Solution Design hat uns insbesondere das Chrome Browser Plugin von Konica Minolta überzeugt. Dies ermöglicht uns, nicht nur die Notebooks, sondern auch unsere Chromebooks mit in die Lösung zu integrieren. Dies ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal von Konica Minolta und ein sehr cooles Feature. Zunächst einmal haben wir mit den Multifunktionsgeräten von Konica Minolta unsere Druckerflotte harmonisieren und auch in der Gesamtzahl reduzieren können. Mit dem Einzug ins neue Gebäude haben wir die Anzahl der Drucker von 100 auf signifikante 17 reduzieren können. Dafür haben wir die Leistungsfähigkeit der Drucker erhöht, damit die Ausdrucke schneller rauskommen. Wir freuen uns, dass wir mit Konica Minolta ein so agiles und fortschrittliches Projekt realisieren konnten. Damit sehen wir uns für die Zukunft bestens gerüstet und freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit. Insgesamt macht es einfach sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Es fördert die Zusammenarbeit und das mobile Arbeiten. Work anywhere. Niederlassung, Headquarter, egal. Und mit den Lösungen von Konica Minolta wie CloudPrint haben wir genau das erreicht. Wir haben das Drucken mobilisiert. Das war unser Ziel. Das ist ein wichtiger Baustein für das Gefühl von Aufbruch und Dynamik, das wir mit unserem Umzug und Desk-Sharing und Open Space erreichen wollen. Unser New Way of Work sollte zu Kollaboration, Innovation und Agilität führen. Durch das neue Drucker-Sharing konnten wir auch ein anderes Druckverhalten fördern. Heute drucken unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weniger. Und zweitens, es werden auch nur die Druckjobs ausgegeben, die wirklich notwendig sind. Alle anderen werden nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Und das kommt natürlich der Umwelt zugute, was auch ein Ziel unseres Projektes war.